Zoom-Zeit, komm vorbei in den Park, leg dich auf ne Wiese, mache Liebe im Apartment. Oder mache Liebe im Apartment. Oh, mache Liebe im Apartment. Zoom-Zeit, komm vorbei in den Park, leg dich auf ne Wiese, mache Liebe im Apartment. Oder mache Liebe im Apartment. Oh, mache Liebe im Apartment. Sommerzeit und die City stinkt vor sich hin, ich schenke ihr ein dickes Grinsen. Sie gibt mir ne Kippe und wir versuchen ein Gesprächsthema zu finden. Wo kommst du her? Sie kommt aus der Riekestraße. Na, wo gibt's denn sowas? Ein Berliner in Berlin, ich fall geradewegs in Ohnmacht. Sie nennt diesen Bezirk seit den ersten Tagen wohnhaft. Und das ist verdammt nochmal rar in der Millionenstadt. Gut ab, wie war der Name? Sie ist die Karin und um uns die 100 schaffen, die einmal im Jahr ihren Kummer vergessen. Und so vereint diese Situation zwei Individuen in diesem ehemals verwahrlosten Arbeiterviertel. Auf der Warteliste für staatliche Mittel, bis die ersten Kapitalisten den Braten witterten. Sie teilt mir mit, dass sie in der, was für eine Straße? Ein Bild gemalt hat mit einem alten Graffiti-King. Und sie hasse all die dummen Juppies aus den Bars der Mitte. Sei überzeugt, dass diese jungen Muttis das Bild der Parks vernichten. Sie bekämpft sie mit Destroylines und selbstgemalten Stickern. Und sowieso soll alles scheiße geworden sein. Und sie erzählt mir eine alte Partygeschichte. Gedrehter Kassettenrekorder mit 80s-Shit der allerschlechtesten Sorte. Und den Track kennen sie in allen denklichen Formen als Drum und Bass und Elektroversion aus den Clubs der Stadt. Unter anderem meint sie mich zu kennen vom Kollwitzplatz. Und ich hätte ja gar keine Second-Hand-Treter. Ich soll auf dem schnellsten Wege in die Oderberger. Dort gibt's gerade Schuhe für einen läppischen Zehner. Sie würde ihr letztes Hemd geben für dieses Schuhmodell mit Neonstreifen und gelbem Leder wie Kiosk seine edlen alten Pumas mit Disc System und Plastik an der Seite. Sie geht jetzt rüber zu Traube, da essen ein Haufen Bekannte von ihr und die machen ein verdammt geiles Falafel. Und dann nimmt sie den Zug, denn sie studiert in Kassel. Zoom-Zeit, komm vorbei in den Park, leg dich auf ne Wiese, mache Liebe im Apartment. Ich bastel mir Pläne, so lang wie ich lebe. Und irgendwann blick ich zurück. Ich hampel und rede, schlage und trete. Und irgendwann blick ich zurück. Ich zeige die Zähne, beiße und bete. Und irgendwann blick ich zurück. Ich habe mich entschieden, will den letzten Weg in Frieden gehen, ich schmiede mein Glück. Ich will nicht, dass ich mal später ohne Plan in meinem Golf sitze und mir sage, du hast nie getan, was du wolltest. Wieso hast du nie probiert, was anderes zu machen, nur weil du dachtest, was du nicht kannst, was die anderen schaffen? Hast es nicht mal probiert, was dein Wichser zu dir und du ahnst, ein guter Platz war für dich reserviert. Du hast ihn nicht besetzt, du hast Schiss gehabt, wolltest nichts testen, von dem du nicht weißt, dass es sicher klappt. Hattest Panik, was denn die anderen denken, die eigenen kleinen Gedanken lenken, kann ich gut enden, auf keinsten.
Was sollen dann die Nachbarn sagen, wenn's nicht klappt und ich krass am Arsch bin und nah am Wahnsinn? Dann hat die Straße für Jahre zu lästern. Mein Name im Häcksler von Margot und Esther, ne? Risiko ist doch was für Riesenidioten. Schon Mama sagte immer, verlasse niemals den Boden. Ich bastel mir Pläne, solange wie ich lebe. Und irgendwann blick ich zurück. Ich hampel und rede, schlage und trete. Und irgendwann blick ich zurück. Ich zeige die Zähne, beiße und bete. Und irgendwann blick ich zurück. Ich habe mich entschieden, will den letzten Weg ins Leben gehen, ich schmiede mein Glück. Nicht, dass ich mal meine Feigheit bereue und merk, die neue Zeitung ist noch meine einzige Freude. Ich habe keinerlei Spaß, doch bin in Sicherheit. Und es ist bald vorbei, der Weg ist nicht mehr weit. Mein ganzes Leben war ein Kompromiss, ich wollte gestalten. Doch plötzlich regierte mein Konto nicht, ich war sein Sklave. Hab getan, was man erwartet, stellte nix in Frage. Hätte bestimmt sogar Gabeln gestartet. Nicht, dass ich mal Minus sehe, was ich verpasst hab. Und von allem ist nicht mal der Ansatz noch machbar. Und mit Schrecken merke, die Uhr dreht sich rechts rum. Alle möglichen